Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age 2. Ja, jetzt endlich, wo die Gamescom vorbei ist. An diesem wunderschönen Moment, 26. Ja, 26. Montag. Oh ja, kann ich jetzt endlich wieder aufnehmen. Mega geil. Nur leider noch nichts hochladen. Deswegen wundert euch nicht, wenn jetzt irgendwie es im Moment Freitag ist oder so. Ich weiß noch gar nicht ganz genau, wie ich jetzt zurück ins Sauerland komme. Deswegen, ja, nehme ich erstmal hier in Köln, ob ich so laufe, während ich hier die Ruhe habe. Es könnte sein, dass ich ein bisschen halle. Es liegt an dem leeren Zimmer hier. Ich habe ein paar Schalldämmmatten hier hintergelegt, hinter dem Monitor, aber ich glaube, das bringt nicht so viel. Ja, wir werden erstmal aus Hino sagen, was passiert ist in der letzten Folge. Ich weiß es nämlich gerade selber nicht. Oder in der vorletzten. Oder in der vorvorletzten. Ich glaube, wir haben, Moment, gehört ihr die Quest, die wir in der letzten Folge gemacht haben, zur Hauptquest? Ich glaube schon, oder? Ist schon wieder so lange her, tut mir leid. Ja, mal gucken, was Hawk und die anderen zu berichten haben. Hi. Your Mage Templar group was conspiring to overthrow Meredith. I have a sudden deep regret I interfered. You know, I was half convinced Meredith had engineered the whole thing to trick me into incriminating myself. Ah. Tja, aber trotzdem muss sie gestürzt werden. Also ich bin ja auf der Seite der Magier. If Meredith stays in charge, she'll run Kirkwall into the ground. Speak softly, friend. There is nowhere safe to say those words. But be assured, you are not the only one thinking them. Please accept this as my thanks. It will be of more value to you right now than my friendship. Oh, was haben wir denn bekommen? Robe des Zirkels von Cumberland. Cumberland hört sich an wie ein Freizeitpark. hat auch die Werte wie ein Freizeitpark. Na, nicht so geil. So, am besten kalter wird. Haben wir es erstmal erledigt. Die Verschwörung wurde niedergeschlagen und Orsino verdächtigt, Meredith noch immer darin verwickelt gewesen zu sein. Hä? Das glaube ich kann jetzt irgendwie nicht so richtig stimmen. Ja genau, jetzt weiß ich auch, worum es ging. Wir haben eine Templergruppe, eine etwas radikalere Templergruppe gefunden, die Meredith irgendwie stürzen wollte und mit Magiern zusammengearbeitet hat. Was eigentlich geil ist, aber die Methoden waren wieder ein bisschen behämmert und die eine Magierin war wieder auch eine Blutmagierin, die da beteiligt war. Also mega Quatsch hier, was da lief. Konnte man so nicht durchgehen lassen. Obwohl es eigentlich geil ist, Meredith stürzen zu wollen. Tja. Hey, Sir. Kenne ich, glaube ich, gerade nicht. Cullen. Cullen kennen wir doch. The Knight Commander has dealt with the members of the plot you uncovered. But surely you're the only mage in Kirkwall who can approach the Knight Commander directly, if you wished. What would you have of me? Gar nichts. Sorry to bother you. It's never a problem, Champion. Danke. Cullen ist eigentlich ein geiler Typ. Also der hat ein reines Herz und will die Magier eigentlich, ja, will die nicht so kontrollieren wie Meredith. Meredith, die nutzt ja ihre Macht schamlos aus und fühlt sich dick, als ob sie irgendwelche Eier hätte, aber als Frau läuft da irgendwas schief, glaube ich, bei der im Kopf. Ja, ich bin zurück. Oh, awaits my attention. Erwartet meine Aufmerksamkeit. Der letzte Strohhalm. Champion, ihr habt euch als Freund der Magier von Kirkwall erwiesen. Erweisen? Was? Da steht erweisen. Erwiesen wahrscheinlich. Und ich muss mich... Was? Erweisen? Und ich muss mich nun erneut an euch wenden. Meredith ist zu weit gegangen und ich kann ihren Wahnsinn nicht tatenlos hinnehmen. Ich bitte euch, umgehend zur Galgenburg zu kommen. Da kommen wir doch gerade her. Vielleicht können wir die Sache beenden, bevor es zum Blutvergießen kommt. Erster Verzauberer aus Sino. Okay, dann sehen wir uns bei ihm wieder. Bis gleich. Thank the Maker, you've come. What's happened? First Enchanter Orsino got into a terrible argument with the Knight Commander. He stormed off to bring the matter before the Grand Cleric, but the Knight Commander gave chase. I fear there will be blood. Wonderful. Take me to them. I will have the tower searched, top to bottom. You cannot do that. You have no right. I have every right. You are harboring blood mages, and I intend to root them out before they infect this city. Blood magic? Where do you not see blood magic? My people cannot sneeze without you accusing them of corruption. Do not trifle with me, mage. My patience is at an end. A wonder that I never saw it begin. Ah, oh, meine Fresse, ihr seid wirklich unzertrennlich, oder? The way you two carry on, people will talk. Well... Look who decided to show up. This does not involve you, Champion. I called him here. I think the people deserve to know just what you've done. What I have done is protect the people of this city time and again. What I have done is protect you mages from your curse and your own stupidity.
And I will not stop doing it. I will not lower our guard. I dare not. I dare not. Ich glaube, die ist wirklich mega behämmert. Gibt es denn auch mehr Blutmagier? Ich glaube eher nicht, aber wir fragen trotzdem mal, um sie ein bisschen anzustacheln. Is there any truth to what she's saying? These are only her latest accusations, nothing more. And what if she does not find what she's looking for? How much further will she go to root out something that isn't there? The champion knows better than anyone how deep the circle's corruption goes. I must find the source. Diese Auseinandersetzungen müssen aufhören. Ja, eigentlich schon, aber ich glaube, ich bin mal ganz fies zu Meredith. Ihr seid zu weit gegangen, Meredith. Ja. Does the word crazy mean anything to you? What other option do we have? Tell me, champion, that you have not seen with your own eyes what they can do. Heard the lies of mages that seek power. Wir sind nicht alle gleich, hallo? Some of us want exactly what you want, Meredith. We're not the enemy. You would cast us all as villains, but it is not so. I know, and it breaks my heart to do it. But we must be vigilant. If you cannot tell me another way, do not brand me a tyrant. This is getting us nowhere. Grand Cleric Athena will put a stop to this. You will not bring her grace into this. The Grand Cleric cannot help you. Explain yourself, mage. I will not stand by and watch you treat all mages like criminal, while those who would lead us bow to their Templar jailers. How dare you speak to me? The circle has failed us, Orsino. Even you should be able to see that. The time has come to act. There can be no half measures. Anders, what have you done? There can be no turning back. Athena, no! Make her, no! She was your most faithful, your most beloved. Why didn't she listen to me? Blessed be the souls of the faithful that they ascend to your right hand. Why? Why would you do such a thing? I removed the chance of compromise, because there is no compromise. The Grand Cleric has been slain by magic. The Chantry destroyed. As Knight Commander of Kirkwall, I hereby invoke the right of annulment. Every mage in the Circle is to be executed, immediately! The Circle didn't even do this! Champion, you can't let her! Help us stop this madness! And I demand you stand with us! Even you must see that this outrage cannot be tolerated! Why are we debating the right of annulment when the monster who did this is right here? I swear to you, I will kill him. It can't be stopped now. You have to choose. Anders, was machst du denn? Ich glaube es. Hackt hier. Oh, nee, also Anders ist jetzt ein kleines bisschen zu weit gegangen, glaube ich. Aber er ist unser Kumpel und eigentlich kann ich ihn auch verstehen. Nur diese radikale, weiß ich nicht, dass er mich so radikal dazu zwingt, hier eine Seite einzunehmen. Das ist schon ein bisschen pervers. Aber Anders, irgendwie kluger Bursche. Er hat eigentlich recht, es gibt keine Einigung. Natürlich nicht. Die ganze Spannung, die man die ganze Zeit hier mitbekommt. Templer beherrschen Magier und die Templer denken die ganze Zeit an Meredith, weil sie einfach so bekloppt ist. Ich glaube, es ist aber auch in anderen Ländern so, nicht nur hier oder auch in Ferelden so. Oder wo gibt es noch? Ne, gibt es nur hier in Ferelden und Kirk, also in Free Marches. In freien Marschen gibt es ja nur Zirkel. Oder doch auch in Orlais? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall
muss jetzt das hier mal endlich geklärt werden. Auch wenn es jetzt hier in Kirkwall startet. Ich glaube, wir fragen ihn erstmal nach seiner Meinung. Oder war, ob das wirklich sein Plan war, einfach die ganze Kirche in die Luft zu sprengen. Ich meine, was war das für ein Zauber? Er kommt da hin, ja, ich hab da jetzt hier mal Zauber gewirkt, ne? Und dann ganz plötzlich, 10 Sekunden später, geht die ganze Kirche auf. Schwirrt die in kleinen Bröckchen nach oben und explodiert. Anders, was soll denn der Schweiß? Was that why you needed me to distract the Grand Cleric? You were part of this? If you knew what I was doing, you would have felt honor-bound to stop me. I couldn't take that chance. The Circle is an injustice. In many places beyond Kirkwall. The world needs to see. Elthena is not the Circle. She was a good woman, and you murdered her! You fool! You've doomed us all! We were already doomed. A quick death now or a slow one later. I'd rather die fighting. Anders, eigentlich ein ehrenhafter Typ, aber die Mittel wieder mal ein bisschen scheiße. Aber was ist mit den Opfern? You're a murderer. The Grand Cleric, the mages, their blood is on your hands. I know. It doesn't matter. Even if I wished to, I could not stay my hand. The people will demand blood. Nein, das können wir nicht zulassen. Ich unterstütze die Magier. Wir dürfen uns jetzt hier nicht unterkriegen lassen von Leuten, die einfach nur Blut wollen, weil Anders hier jetzt mal ein bisschen einen auf dicke Hose macht, hallo? Nee, gegen Meredith auf jeden Fall. This won't be easy, but I'll defend you. But what of Anders? Hawk, if you do this, I don't know if I can follow. The mages here would become magisters if they could. Do not let them. You sure about this? Even you might not win this fight. I know we can do this. I believe in you, Hawk. Shit. What have you gotten yourself into this time, Isabella? See reason, brother. I don't want to fight you. Think carefully, champion. Stand with them and you share their fate. Ich habe meine Wahl getroffen, Meredith. Ah ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wieso du überhaupt noch mit mir redet und nicht sofort das Schwert zieht. I can live with that. Thank the Maker. It is a mistake, but I won't abandon you. I see what you are trying to do, and my place is with you. You are a fool, champion. Kill them all! I will rouse the rest of the Order! Go! Get to the gallows before it's too late! Oh Scheiße, jetzt geht's aber ab hier. Und was, alle stehen zu mir? Krass, sogar Meryl, die mich eigentlich hasst. Und Sebastian, obwohl ich jetzt mit Anders gar nichts... Oh, okay, Anders steht jetzt da hinten einfach nur rum. Wow, okay, jetzt geht's dick ab. Erstmal alle Templer hier meucheln, die anscheinend irgendwie keinen... Auch alle jetzt so Meredith's Wort folgen, ohne Widerrede. Haben zwar direkt mitbekommen, alles aber... Na gut. So, it's come to this. I don't know if we can win this war, champion, but... Thank you. I will leave your friend for you to deal with. I must return to the gallows. Meet me there as soon as you can. There's nothing you can say that I haven't already said to myself. I took a spirit into my soul and changed myself forever to achieve this. This is the justice all mages have awaited. Ist das der Wille von Gerechtigkeit oder deiner? Did that spirit tell you to do this? No. When we merged, he ceased to be. We are one now. I can no more ignore the injustice of the Circle than he could. Der Zweck heiligt also die Mittel? So you start a massacre to prove a point? I'm not proving a point. I'm changing a world. You've never been part of the Circle. I have. The people fear what we can do. But to use that fear to bludgeon us into submission is wrong. And they do it with our blessing. And if I pay for that with my life, then I pay. Perhaps then justice would at least be free. Was denken die anderen? Opinions.
If I'd been in that chantry today, would you be waffling? You know what must be done. Bold plan. Well, I thought so. He wants to die. Kill him and be done with it. Belief is no excuse. Sincerity does not justify this. He should come with us. Do what he can to put things right. I think I'm sick of mages and Templars. Whatever you do, just do it. Kommt mit mir. Nein, Anders ist ein guter Freund. Ich kann ihn verstehen, aber ja, teilweise auch nicht. Nein. Anders. Wenn ich dir nicht vergeben könnte, dann wäre ich echt kein Mensch mehr. Nein, kommt mit mir. Dann wäre ich echt ein brutaler Sack. Kommt mit mir. Help me defend the mages. You mean stay with you? I didn't think you'd let me. But if you do, I'll fight the Templars. Damned right I will. No. You cannot let this abomination walk free. He dies, or I am returning to Starkhaven. And I will bring such an army with me on my return that there'll be nothing left of Kirkwall for these Maleficarum to rule. Nein, ich werde ihn nicht töten. Hammerhart, was denkt er denn, was er jetzt hier wieder für eine Krone aufhat? Ey, ich glaube eher eine winzige. Psch. Hammerhart, nee. Ich werde nicht töten. Von dir aus töte ich auch dich eher. Sebastian, du warst eh nie ein guter Freund. Hast immer nur von diesen Religionen, von dieser religiösen Scheiße gelabert. Nee, kannst mir am Arsch. Do not interfere, Sebastian. I will not fight you, Hawk. My death now would serve nothing. I will return to Starkhaven, but I swear to you, I will come back and find your precious Anders. I will teach him what true justice is. Thank you for my life. I'll try not to make such a mess of it this time. How invigorating. We'd all best get to the gallows. And quick. It's going to be quite a show. Alles klar, cool. Dann nehme ich Anders direkt mit. Sich einen Platz an meiner Seite verdient. Oder auch nicht, eigentlich. Naja, egal. So, dann Evelyn und Varric oder Fenris. Ich bin mir gerade nicht sicher. Oder soll ich Isabella mal diesmal nehmen? Ja, jetzt heißt es eigentlich der Kampf bis zum Ende. Ich glaube, jetzt kommt der letzte Abschnitt vom Spiel. Und ich glaube noch nicht ganz. Oh, erstmal auf zu Galgenburg. Da müssen wir uns erstmal durchschlagen. Die Templer rennen da wahrscheinlich rein wie, weiß ich nicht, ein Haufen Hühner, die gestochen werden oder gerade vom Wolf gejagt werden. Oder Schafe. Ne, ich glaube, Hühner sind schneller als Schafe. Ne, Moment. Keine Ahnung. Wir nehmen dann einfach erst einmal Fenris. Oder? Ja, komm, er kann besser draufhauen. Komm. Jo, Varric kann zwar auch ordentlich austeilen, aber ja, den nehmen wir später vielleicht. So, jetzt müssen wir uns hier durchschlagen. Ich komme mir gerade vor wie beim Ende von Kapitel 2, wo die Kunari angegriffen haben. Ich werde jetzt tauchen, überall Templer auf. Und Magier kämpfen gegen die Templer. Boah, und überall regt das Feuer. Es brennt überall. Die gesamte Stadt ist am Fackeln. Unglaublich. Eine lodernde Stadt. There is no escape. Leave me alone. I never asked for any of this. The law is clear, Mage. We cannot take the risk. Keep away from me. I'm warning you. Kill it! Kill it now! Oh, ist ja klar, das ist ja noch.